alle einen wunderschönen guten Morgen aus Monaco, Tag Nummer 6. Und heute sind wir so früh in Monaco wie noch nie. 10 Uhr haben wir es. Und am Casino Square hat sich eigentlich nicht vieles verändert. Testa Rosso, Maior Coupé, Eldorado, SVJ und eine Brabus G-Klasse. Dann schauen wir noch mal gerade bei der Therme, da könnte morgens was stehen. Und dann setzen wir uns, glaube ich, ganz gemütlich an Roundabout. Ah, doch, hier hat sich noch ein neuer GT3 RS versteckt. Aber den haben wir gestern auch schon gesehen. Hier vorne befinden sich nämlich die Therme drin. Ich habe schon mal einen Morgen ganz früh einen blauen Königseck verpasst. Und habe mir dann seitdem festgelegt, du musst immer morgens an der Therme hier gucken, ob hier irgendetwas steht. Heute stehen aber nur 2 Porsche da und ein RS3. Na, das ist jetzt nicht der Hammer. Schauen wir doch noch mal kurz hier bei dem Hotel, beim Hermitage vorbei. Das ist wieder stellvertretend für das Glück, was ich dieses Jahr habe. Das ist Wahnsinn. Ich sitze hier über eine halbe Stunde, es passiert wirklich gar nichts. Und in dem Moment, wo ich einmal kurz zur Toilette gehe, kommt ein 250 Lusso vorbei. Ja, ist doch scheiße. Ich gehe jetzt einmal hinter, gucke, ob der da irgendwo geparkt hat. Vielleicht ist er ja zum Beach gegangen. Ja, hier vor dem Ferrari-Händler steht ein, ich würde sagen, GTC4 Lusso unter Plane. Irgendwer bekommt heute einen Neuwagen geschenkt. Hier steht übrigens immer noch 2 F8. Challenge-Fahrzeug in Rot da hinten und ein Speciale. Ich glaube, heute wird ein ziemlicher Scheißtag. Den 250 Lusso verpasst. Dann kommt von hinten ein F12 TDF an. Und ich sehe ihn genau, als er so auf meiner Höhe war, macht die Kamera an, die Kamera nimmt eine Sekunde auf und stoppt die Aufnahme wieder. Ich kann kotzen. Monte Carlo Beach voraus, letzte Chance. Ob der TDF oder der Lusso hier stehen, ich glaub's ja nicht. Es ist ein kleines Wunder, ich habe den TDF wiedergefunden. Na, auch wenn der Lusso jetzt weg ist, immerhin ist der TDF jetzt ein kleines Trostpflaster. Also geht es jetzt wieder 20 Minuten zurück zum Roundabout. Mal gucken, was ich bis dahin schon wieder verpasst habe. Ja, mittlerweile ist der GTC4 hier aufgedeckt, aber Nummernschilder hat er noch keine. Jetzt habe ich alles wieder gesehen, was ich verpasst habe. Jetzt bin ich glücklich, der Tag kann weitergehen. Wir sind mal wieder in eine Garage reingegangen. Das ist hier die Metropol-Garage unter dem Metropol-Einkaufszentrum.
teilweise publik, teilweise privat. Und hier in dem publiken Teil steht sogar ein Dino hier rum. Der nächste 918 hier im Monaco-Urlaub. Geil, ich kenne den jetzt zwar schon, der war letztes Jahr schon mal hier in Monaco, aber dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Und eben der 177, das war schon, kam gerade aus dem Shopping-Center, aus dem Metropol-Center raus und der fuhr direkt dann gerade vor der Straße her. Die Aufnahmen sind nicht der Hammer, aber immerhin habe ich sie gesichert. Leute, wir sind auf dem Weg zum Monte Carlo Beach, weil da angeblich ein CGT stehen soll, ein Carrera GT. Und auf dem Weg dahin kommt, das ist schon mal ein F12 vorbei, ein roter, den wir die Tage schon mal verpasst haben. Das macht mich auch wieder sehr glücklich. Déjà-vu, das Bild hatte ich schon mal. Oder fährt gerade ein 911 R vorbei. Wird gerade abgeholt wahrscheinlich. Man kommt ja nicht mal dazu, ein bisschen was zu sagen. Wir haben es geschafft, Monte Carlo Beach. Hoffen wir, dass wir früh genug sind. Ich sehe den TDF noch. Das wird Nico freuen. Der TDF steht noch da. Und dahinter muss irgendwo ein CGT stehen. Ich sehe keine Spotter. Eigentlich wäre ein Spotter jetzt ein Anzeichen dafür, dass da der Carrera GT steht. Nee, das ist er nicht. Das ist ein SLS. Ach, er müsste auch, glaube ich, auf der anderen Seite stehen. Ich sehe einen Scuderia da vorne. Oder ein Pista, ein gelber. Hier ist er nicht, Portofino. Gelber Pista, also eigentlich genau hier müsste der Carrera GT stehen. Aber hier steht er nicht. Schauen wir mal nochmal auf dem hinteren Parkplatz. Vielleicht haben sie sich gedacht, der steht hier irgendwie zu offensichtlich. Keine Ahnung, wir stellen ihn mal lieber nach hinten. Auch hier auf dem Parkplatz kein Carrera GT. Das heißt, wir müssen echt Pech gehabt haben. Der muss schon wieder weg sein. Weil da stand ein i3 im Hintergrund. Der auch auf dem Foto, was ich gesehen habe, im Hintergrund stand. Das heißt, die Story muss von heute gewesen sein. Ich liebe ja diese 1-Sekunden-Videos, die meine Kamera immer schießt. Da bekommt man mal so viel vom Auto drauf.
So, einmal wieder kurz einen Abstecher hier beim Casino machen. Da muss man ja immer mal wieder vorbeischauen. Ich sehe da vorne einen Huracan, den wir, glaube ich, noch nicht kennen. Matt-schwarz mit gelben Akzenten. Da vorne haben wir einen GTR, den Green Hell Magno und daneben ein Pista Spider in Rot, den wir aber schon gesehen haben. Fährt noch mal rum. Guck mal, ist er doch noch mal vorbei. Haben wir doch noch mal eine schöne Szene für euch. Ich habe gerade lecker Pizza gegessen und zwar da vorne, da ist so eine kleine Flaniermeile mit so ein paar Restaurants. Da gibt es auch WLAN, wer hier in Monaco WLAN braucht, wie ich zum Beispiel. War sehr lecker, hat halt was gekostet. Ich hatte auch die Trüffelpizza, hat mich schon sehr angemacht. Die hat 19 Euro gekostet, haltet von mir, was ihr wollt. Ich habe mir das jetzt einfach mal gegönnt. Jetzt ist schon wieder da. Es ist jeden Tag pünktlich um 8 Uhr das gleiche. Es geht immer um 8 Uhr ab. Das ist Wahnsinn. Gerade der 250 vorbei, noch einmal hinterhergefahren, komme zurück, kommt der LaFerrari wieder. Genau wie gestern wieder vor der Bar. Wahnsinn, richtig geiler Tag. Also was heute schon abging, ist schon sehr der Wahnsinn, selbst für Monaco. Und noch ein bisschen hinterher. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? No way! No way! Oh
zwei LaFerraris an einem Abend? Da war noch der gelbe Pister, ich habe ihn einfach mal völlig ignoriert, weil wir ihn heute auch schon gesehen haben. Aber wie geil ist das denn? Also den Love haben wir jetzt nicht mehr gefunden, den roten, aber hier oben am Casino Square steht noch dieser wunderschöne 918 hier aus England, den wir eben am Kreisel einmal gesehen haben. Sonst hat sich, glaube ich, noch nicht viel getan hier vorne. Hier steht auch noch ein Speciale von AAA Rental, den haben wir auch unten gesehen. Diesen 27S, den haben wir jetzt auch schon hunderte Male irgendwie vorbeifahren sehen. Da haben wir einen Huracan, einen schwarzen DB11, daneben GTR. Nee, hier hat sich wirklich nicht viel getan, von daher gehen wir doch jetzt wieder runter zum Kreisel. Jedes Mal ist er am Flexen. Nee, aber das ist ein neuer S. Leute, die beiden Fahrzeuge waren heute in Cannes, weswegen wir schon überlegt haben, morgen nach Cannes zu fahren. Jetzt sind sie aber hier in Aventador S und in der 812 N Largo in einem mega geilen Rot. Man sieht es bei dieser Dunkelheit leider gar nicht so.
Leute, ich weiß nicht, was jetzt noch passieren soll. An diesem Tag ist alles passiert, was hätte passieren können. Das ist Hypercar Insanity. Das ist so krass. Vor den Lago. Oh, stell doch scharf, bitte. Parkt gerade ein Porsche, eigentlich relativ langweilig, 997, aber das ist schon wieder ein Araber. So nach und nach lassen sich immer wieder ein paar Araber blicken. Ich bin jetzt echt noch zuversichtlich, dass wir tatsächlich noch ein Highlight aus Saudi-Arabien sehen in diesen 3 Tagen, die uns noch bleiben. Leute, es ist so krass heute. Naja, aber irgendwann hat auch mal der schönste Tag ein Ende. Wir gehen jetzt hoch zum Casino Square, checken da nochmal die Lage und dann geht's auch mal wieder heim. So, Casino Square geht so. ACR kennen wir schon, 812 kennen wir schon, Speciale kennen wir schon. Wir kennen alles, hier ist nichts Neues. Das heißt, ich beende hier den Vlog an dieser Stelle, an diesem Mittwoch. Dieser Mittwoch war ungelogen, ich glaube sogar den besten Sporting-Tag, den ich in Monaco jemals erlebt habe. Was heute alles abging, 2 Loves, Enzo, Chiron, Enlago, 812, F12, also 812 und F12. Ich krieg gar nicht mal alles auf die Reihe. Und dann noch diese Oldtimer, 250er Spider, 250er Lusso dabei. Es nimmt kein Ende. Und immer wenn man gerade gedacht hat, es kann nicht besser werden, kam noch irgendwas um die Ecke. Was kommt da? Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Er war übrigens dunkelgrün. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme erkennen kann. Ja, mal gucken. Vielleicht sehen wir auf dem Weg nach Hause noch irgendwas. Aber ich sage jetzt trotzdem an dieser Stelle Tschüss und bis morgen dann am Donnerstag Monaco-Vlog. Bis dann. Haut's rein. Jetzt mit dem Video. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ihr doch hoffentlich ein Abo da lasst und diese Glocke da drückt, damit es immer klingelt, wenn meine Videos wieder neu hochgeladen werden. Da kommt GT4. Und dann schreibt mir doch jetzt einen schönen Kommentar, wie ihr das Video so fandet, wie ihr mich so fandet und irgendwie so ein nettes Rezept, was man sich abends ganz schnell so machen kann, wenn man keine Zeit hat. Also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.